wie erfolgreich war euer Ostern? Habt ihr ein paar Schokohasen verdrückt, Zeit mit der Familie verbracht und vielleicht sogar das ein oder andere Geschenk abgegriffen? Falls ja, gut für euch. Falls nein, auch nicht schlimm. Denn wenn euer Ostern eher gesagt hat, bringt ja vielleicht der zweite Teil des PlayStation Spring Sales mehr Freude in euer Leben. Welche Games uns ins Auge gesprungen sind, zeigen wir euch jetzt. Ihr habt eine PS4 oder PS5 und habt noch nie The Last of Us Part 2 gespielt, dann habt ihr aber ganz gehörig was verpasst und seid auf dem Pausenhof gerade um 1% uncooler geworden. Aber damit euch nichts passiert, verraten wir auch keinem was. Dafür könnt ihr dieses Versäumnis einfach ungeschehen machen. Denn in diesem Sale ist der zweite Teil von Naughty Dogs erzählerischem Meisterwerk stark reduziert. Perfekt also, um diese Perle der Videospielgeschichte nachzuholen. Und dabei ist die Geschichte nur eines der vielen Argumente für Part 2. Die sensationelle Grafik, die wahnsinnig tolle KI und beeindruckend inszenierten Zwischensequenzen sind da noch ein paar weitere Argumente für die Unschlüssigen unter euch. Genauso wie das noch bessere und feinere Gameplay im Vergleich zum ersten Teil. The Last of Us Part 2 ist so unfassbar genial durchproduziert wie kaum ein anderes Spiel. Hier sitzt einfach jeder Pilz auf dem richtigen Kopf. Denn die Klicker und Bloater jagen einem auch heute noch eine riesen Angst ein. Und vielleicht habt ihr ja gerade die großartige HBO-Serie gesehen und wollt wissen, wie es mit Ellie und Joel weitergeht. Falls ihr mehr zu den Unterschieden zwischen Spiel und Serie wissen wollt, könnt ihr euch das Video oben rechts anschauen. Und für alle anderen, keine Spoiler. Durch die Serie haben wir natürlich einige neue The Last of Us Fans unter uns. Und die sollten die Geschichte bitte auch hautnah und selbst erleben. Selbst erleben solltet ihr auch die Souls-Spiele. Und das Schönste davon ist Demon's Souls. Alle, die das gerade schockierend finden, sollten sich besser dieses Video zu den schönsten Games auf der PlayStation ansehen. Doch darüber hinaus ist es auch der Pioniercharakter, der Demon's Souls so besonders macht. Es war der Anfang von einem Trend, der uns bis heute begleitet. Und das Remake von Bluepoint ist das Vorzeigebeispiel für die perfekte Wiederauflage von alten Klassikern. Alle Eigenheiten werden beibehalten, ein paar kleine Änderungen hier und da, um das Erlebnis etwas moderner zu gestalten, aber der alte Charme wird nicht verwässert. Und man kann auch behaupten, dass die überarbeitete Optik hier dazu beiträgt, die ursprüngliche Vision der Entwicklerinnen und Entwickler noch gezielter durchstrahlen zu lassen. Die Bosse sind jetzt noch imposanter und bedrohlicher und die Atmosphäre noch dichter. Alles in allem ein perfektes Game für alle Souls-Fans und solche, die es werden wollen. Ach ja, und falls ihr das schon längst seid, Demon's Souls schon damals auf der PS3 gezockt habt, aber einfach nicht genug bekommen könnt, im Angebot gibt's auch die Digital Deluxe Edition. Die kommt zusätzlich noch mit dem Soundtrack, zwei exklusiven Rüstungssets, der Zeremonieklinge und anderen Zusatzinhalten daher. Da kann man also selbst als alteingesessener Veteran noch Neues entdecken. Nice. Und jetzt haben wir ein Angebot, das auch kleine Anime-Nostalgiker da draußen richtig freuen sollte. Denn sowohl Dragon Ball FighterZ als auch Dragon Ball Z Kakarot sind gemeinsam im Sale und damit die beiden besten Dragon Ball Spiele aller Zeiten. Dragon Ball FighterZ ist der beste 2D-Prügler, in dem sich die Saiyajins und sonstige Alien-Rassen ihre blonden Strähnchen aus dem Gesicht geschmettert haben. Und Kakarot ist die ausführlichste und spektakulärste Nacherzählung der gesamten Z-Handlung. Da ist also für jeden Akira Toriyama-Fan etwas dabei. Außerdem sind auch ein paar Charaktere für FighterZ im Angebot enthalten. Wer also den großartigen Dragon Ball Super Broly Film etwas nachspielen will, kann sich hier Gogeta Blue schnappen und die Gegner in eine andere Dimension prügeln. Apropos Dimensionen und Prügeln, vom Netherrealm und Mortal Kombat dürftet ihr ja auch schon mal gehört haben. Im Spring Sale gibt's die Ultimate Edition von Mortal Kombat 11 ebenfalls stark reduziert. Da kann man ruhig mal zuschlagen. Vor allem deshalb, weil die USK die einst verbotene bzw. zensierte Mortal Kombat Reihe seit Teil 10 auch ohne Einschränkungen in Deutschland durchgewunken hat. Hier werden Fatalities, Brutalities und andere Finisher so lächerlich gewaltvoll und brutal inszeniert, dass man gar nicht anders kann, als mit all dem Spaß zu haben. Also zumindest wenn ihr so tickt wie ich und virtuelles Gemetzel auf euch auch so eine krasse Faszination ausübt. By the way, das Thema Gewalt in Games haben wir neulich erst in unserem Preview zu Dead Island 2 behandelt. Falls ihr das verpasst habt, findet ihr den Link dazu jetzt oben in der Box. Aber nochmal kurz zurück zur Ultimate Edition von Mortal Kombat 11. Die beinhaltet neben dem Hauptspiel nämlich noch die Aftermath Expansion, Combat Pack 1 und 2 und Shao Kahn, der im Grunde das ist, was sein Namensvetter Oliver Kahn damals für seine Gegenspieler war. Ein absoluter Endboss. Fatality. Aber mal was anderes. Habt ihr eigentlich schon John Wick 4 gesehen? Ich war da vor ein paar Tagen erst im Kino und habe mich an einer Stelle doch sehr über eine Anspielung auf die Hotline Miami Games gefreut. Ihr werdet schon verstehen, was ich meine, wenn ihr den Film irgendwann mal guckt. Offenbar sind Regisseur Chad Stahelski und Hauptdarsteller Keanu Reeves ebenso Fans der Top-Down-Action-Ballerei wie ich. Ich würde sagen, das ist einer der vielen Gemeinsamkeiten, die Keanu Reeves und ich so haben. Naja, und wie es der Zufall so will, sind beide Teile der Reihe gerade reduziert erhältlich. Gekrönt werden die Games neben ihren simplen, aber dennoch extrem coolen Gameplay durch einen Soundtrack, der seinesgleichen sucht. 80er Jahre Feeling gefällig? Dann sind diese beiden Top-Down-Baller-Games für euch Pflichtprogramm. Und wenn wir schon mal bei Filmreferenzen in Verbindung mit Games und umgekehrt sind, auch das neueste Jurassic World Game kann ich Dino-Fans an dieser Stelle ans Herz legen. Und das, obwohl ich die dazugehörigen Jurassic World Filme ehrlich gesagt allesamt richtig mies finde. Indoraptor? What the fuck? Aber egal, ich schweife ab. Jedenfalls machen mir die Jurassic World Evolution Games richtig Bock, weil ich meinen ganz eigenen Saurierpark basteln kann. Und hier macht Teil 2 einige Sachen viel besser als der Vorgänger. Zum einen muss man den Sandbox-Modus nicht erst freischalten, sondern hat direkt eine Map, die man frei bebauen kann. Weitere Maps müssen dann zwar freigespielt werden, aber die Isla Nublar, also die Insel aus Jurassic Park 1, bekommt man beispielsweise super easy und schnell. Zum anderen finde ich aber auch sehr cool, dass ich mir in den Parkeinstellungen von Spielbeginn aussuchen kann, ob ich Gebäude aus Jurassic Park, Jurassic World oder beiden Reihen haben will. So kann man in Jurassic World Evolution 2 also auch einfach einen Jurassic Park bauen. Für mich als Fan des Films aus dem Jahr 1993 ist das ein absolut geiles Feature, das meine Nostalgie so richtig hart kicken lässt. All diese Games kicken euch nicht so richtig? Gar kein Problem. Im Spring Sale sind natürlich noch unzählige weitere Games am Start. Und wie ihr wisst, können wir hier immer nur einen ganz kleinen Teil der Spiele vorstellen. Also guckt doch vielleicht einfach mal selbst im Store vorbei und schreibt uns eure ganz persönlichen Sale-Highlights in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja noch Empfehlungen, die wir gar nicht auf dem Zettel haben, aber für andere trotzdem super spannend sind. In diesem Sinne, ich bin raus und sage rein. Gehauen. Naja.